Ein Türke schießt auf den Papst. Am 13. Mai 1981 kommt es zu einer schockierenden Tat, die weltweit für Entsetzen sorgt. Mehmet Ali Agca schießt aus nächster Nähe auf Papst Johannes Paul II. Mitten auf dem Petersplatz in Rom. Diese Schüsse hinterlassen jedoch keine leeren Patronenhülsen, sondern welche voller Fragezeichen, die bis zum heutigen Tag unbeantwortet bleiben. Sie enthüllen Verbindungen zwischen der Mafia, Geheimdiensten, dem Vatikan und rechtsextremen Kreisen. Es ist offensichtlich, dass Agca niemals als ein von Interpol gesuchter rechtsextremer Auftragsmörder, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, ohne fremde Hilfe von der Türkei nach Italien gelangt wäre, um dort mitten auf dem Petersplatz auf das Oberhaupt der katholischen Kirche zu schießen. En akıllımız Cumhurbaşkanı oldu, en delimiz Papa'yı vurdu. Was so viel bedeutet wie, der Klügste von uns wurde Präsident, der Verrückteste von uns schoss auf den Papst. Mit dieser Redewendung aus Malatya hat sich Mehmet Ali Agca mit seiner Tat sogar in das kollektive Gedächtnis der Menschen verewigt. Bevor du jedoch weiterschaust, möchte ich dich bitten, den Kanal zu abonnieren. Über 97% von euch haben das noch nicht getan und es kostet nichts und hilft mir enorm. Agca wurde am 9. Januar 1958 in Malatya geboren und wuchs unter bescheidenen Verhältnissen auf. Inmitten der Rechts-Links-Konflikte im Land schloss sich Agca schon in jungen Jahren den Ülkücü bzw. den Grauen Wölfen an. Am 1. Februar 1979 ermordete er den Journalisten und Chefredakteur der Zeitung Milliyet, Abdi İpekçi, welcher zuvor die Verbindungen zwischen Waffenlieferungen durch die CIA an die Ülkücü veröffentlichen wollte und die Schuld für die Ausschreitung der Rechts-Links-Konflikte bei der CIA sah. Vor und nach dem Mord an İpekçi gingen 360.000 Lira auf die Konten von Agca ein, welche jedoch kurze Zeit später geschnappt und in das Maltepe-Militärgefängnis gebracht wurde. Jedoch organisierte Abdullah Çatlı kurz nach seiner Inhaftierung einen Gefängnisausbruch und brachte Agca vorerst in seine Wohnung in Istanbul. Die Frau von Abdullah Çatlı, Meral Çatlı, bemerkte an, dass ihr Mann zu dieser Tat gezwungen und ihm dafür Sicherheit versprochen wurde. Denn während Agca auf der Flucht war, gab es eine Ausgangssperre und Häuser wurden ständig durchsucht. Jedoch nicht das Haus von Abdullah Çatlı, welcher zu diesem Zeitpunkt als Verantwortlicher des Bahçelievler-Massakers gesucht wurde. Agca ging zu dieser Zeit gelegentlich aus dem Haus und bei einem dieser Anlässe rief er die Zeitung Milliyet an und sagte, er habe einen Brief für sie in den Mülleimer geworfen. In diesem handschriftlich geschriebenen Brief mit der Unterschrift von Agca droht er, den Papst Johannes Paul II. Zu erschießen. Was ein Indiz darauf sein könnte, dass sein Ausbruch schon damals dafür diente, einen Anschlag auf den Papst zu verüben. Schließlich begann Agcas lange Reise, die mit dem Verlassen der Wohnung von Çatlı anfing und mit dem Attentat auf den Papst endete. Zuerst wurde Agca nach Ankara gebracht, von dort aus ging es weiter in den Iran und wieder zurück. Schließlich gelangte er illegal über die Türkei nach Bulgarien, wo er eine Zeit verweilte, bis er durch die Hilfe von Abdullah Çatlı seinen Pass mit dem Namen Faruk Özgün erhielt, da Agca von Interpol gesucht wurde. Danach trennten sich die Wege der exilischen Ülkücü-Flüchtlinge, die nach dem Militärputsch 1980 die Türkei verlassen hatten, weil sie und andere politische Aktivisten verfolgt und verhaftet wurden. Schließlich trafen sie sich in der Schweiz wieder, welche ein wichtiges Zentrum für die Ülkücü in Europa war. Von dort aus ging es weiter mit der teuren Europareise von Agca, die 7 Monate dauerte und etwa 50.000 Dollar kostete. Dabei ging er quer durch Europa und Agca besuchte meistens Orte, die Treffpunkte internationaler Waffen- und Drogenhändler waren. Er blieb in den verschiedensten Hotels, aß in den luxuriösesten Restaurants und kaufte in den teuersten Boutiquen ein. Währenddessen wurde er von den europäischen Geheimdiensten genau beobachtet. Der Chef des italienischen Geheimdienstes, General Santovito, erwähnte in seinem Bericht nach dem Papstattentat sogar namentlich die Prostituierten, mit denen Agca geschlafen hatte. Zur selben Zeit lebten die anderen Ülkücü am Existenzminimum, da ihre Vereine und Einnahmequellen in der Türkei geschlossen wurden. Zusätzlich entkam er in Deutschland einem Bombenanschlag, von dem die deutsche Polizei behauptete, dass er innerhalb der Ülkücü-Bewegung gegen ihn gerichtet war. Und darüber hinaus wurde er während seiner Reise mehrmals erkannt, entkam jedoch jedes Mal, bevor die Polizei eintraf. Nun wird es interessant. Laut Agcas eigenen Aussagen reiste er im März 1981, also 2 Monate vor dem Attentat, auf Einladung nach Wien und traf sich dort mit den Ülkücü Abdullah Çatlı, Oral Çelik und Mehmet Şener. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass Bekir Çelenk ein großes Geldangebot für sie erhalten hatte, um eine wichtige Person zu ermorden. Bekir Çelenk war ein internationaler Waffenschmuggler
und beschaffte Aja die Waffe, die ihm von Ömer Bacı für das Attentat übergeben wurde. Die Waffe stammte von Horst Grillmeier, einem ehemaligen Nazi, der 1966 in Kanada tätig war und später im Auftrag des österreichischen Militärs für das US-Verteidigungsministerium arbeitete. Ende März trafen sich Orhan Çelik, Mehmet Ali Aja und Bekir Çelenk erneut, um weitere Details zu besprechen. Dabei wurde das Opfer bekannt gegeben, bei dem es sich um Papst Johannes Paul II. Handelte. Und es wurde eine Summe von 3 Millionen Mark angeboten. Çelenk fungierte jedoch nur als Vermittler und als Aja von ihm wissen wollte, wer diesen Auftrag erteilt hatte, antwortete Çelenk mit den Worten: Diese Leute haben offiziell keine Existenz, aber sie sind tatsächlich überall präsent. In der Geschäftswelt, in der Politik, im Journalismus, in der Freimaurerei. Ich frage mich selbstständig, welchen Nutzen sie aus dieser Angelegenheit ziehen. Es wird jedoch auch vermutet, dass Aja das Auftragsangebot auf Mallorca erhalten haben könnte, wo er sich kurz vor dem Attentat aufhielt. Der Journalist Uğur Mumcu wies besonders auf dieses Treffen hin. Aja soll vom 25. April bis zum 9. Mai dort gewesen sein und von dort aus seine Hotelreservierung in Mailand vorgenommen haben. Auf Mallorca soll Aja das Geld erhalten haben und wenige Tage später, am 13. Mai, geschah dann das Attentat. Einer anderen Annahme zufolge soll Aja bereits vor seiner Abreise aus Istanbul von Abdullah Çatlı und Orhan Çelik von diesem Auftrag erfahren haben. Die Person, von der Bekir Çelenk sprach und die er als offiziell an keinem Ort, aber tatsächlich überall bezeichnete, waren wahrscheinlich die Anführer von Gladio. Gladio war eine geheime NATO-Armee, die im Kontext des Kalten Krieges gegründet wurde und als verdeckte paramilitärische Organisation in zahlreichen europäischen Ländern aktiv war. Sie wurde 1950 von der CIA und dem italienischen Militärgeheimdienst ins Leben gerufen. Offiziell sollte Gladio als Widerstandseinheit fungieren und Sabotageakte durchführen, falls es zu einer sowjetischen Invasion kommen sollte. Jedoch wurde Gladio jenseits dieser offiziellen Angaben auch für geheime Operationen, politische Einflussnahme, inszenierten Terror und verdeckte Kriegsführung genutzt. Die Ülkücü in Europa könnten möglicherweise Aufträge von der Gladio erhalten haben, ohne zu wissen, wer sie wirklich waren. Bekir Çelenk kannte nur eine Person in den untersten Rängen der Gladio-Struktur, nämlich Henry Aslan, einen der damals größten Waffenhändler, der auch im Drogenhandel aktiv war. Seine Waren wurden mit den Schiffen von Bekir Çelenk transportiert. Bevor wir fortfahren, möchte ich euch eine weitere bedeutende Partei vorstellen, die im Zusammenhang mit dem Papst-Attentat steht. Neben Gladio verfolgt die Propaganda Due, kurz P2, dieselben Ziele: den Erhalt des konservativen Charakters des Landes und den Schutz der Privilegien der Elite. P2 ist eine Freimaurerloge in Italien, die im Jahr 1986 gegründet wurde und sich zu einer einflussreichen politischen Geheimorganisation entwickelte, die für Terroranschläge und Staatsstreiche verantwortlich war. Es gab auch erhebliche personelle Überschneidungen zwischen Gladio und P2. Die Finanzierung der P2 erfolgte durch die korrupte Mailänder Bank Ambrosiano, deren Hauptaktionär die Vatikanbank war. Durch eine Razzia beim Vorsitzenden der P2 wurde die Organisation mit ihren Mitgliedern aufgedeckt, darunter hochrangige Militärs, Geschäftsleute, Mitglieder des italienischen Geheimdienstes sowie Kardinäle und Bischöfe im Vatikan. Es wird auch behauptet, dass P2 für den Tod von Papst Johannes Paul I., dem Vorgänger von Papst Johannes Paul II., verantwortlich war. Papst Johannes Paul I. hatte sich in die Finanzangelegenheiten des Vatikans eingemischt und war nur 33 Tage im Amt, als er plötzlich und während eines Gesprächs verstarb. Die offizielle Todesursache wurde als Herzinfarkt angegeben. Jedoch werfen sein Tod und das Fehlen einer Autopsie wichtige Fragen auf. Nach seinem Tod trat Papst Johannes Paul II. Sein Amt an und auch er sorgte für Schwierigkeiten in Bezug auf die korrupte Bank Ambrosiano. Am 13. Mai 1981 war es dann soweit. Während der Papst auf dem Petersplatz in Rom die Menge begrüßte, warf Aja eine Kamera, die er als Tarnung in der Hand hielt, auf den Boden und eröffnete das Feuer auf den Papst. Laut Ajas Aussagen feuerte er nur zweimal, obwohl der Papst von 3 Kugeln getroffen wurde. Aja versuchte danach zu fliehen, wurde jedoch von Sicherheitskräften festgenommen. Gleichzeitig soll eine zweite Person mit einer Waffe in der Hand geflohen sein und der amerikanische Tourist Lowell Newton konnte ein Foto von ihr machen. Der Staatsanwalt Ilario Martella war sich sicher, dass der zweite Attentäter Orhan Çelik war, da er wenige Tage vor dem Anschlag gemeinsam mit Aja in Rom unterwegs gewesen sein soll. Der Staatsanwalt reiste sogar nach Washington und ließ seine Vermutungen bestätigen, indem er Lowell Newton und seiner Familie Bilder von Orhan Çelik zeigte. Sie konnten Çelik als die flüchtende zweite Person mit der Waffe identifizieren.
jetzt wird es kompliziert und hier werdet ihr verstehen, warum es immer noch so viele Fragen zu diesem Attentat gibt und warum vor Gericht nicht eindeutig geklärt wurde, wer für die ganze Sache verantwortlich war. Mehmet Ali Ağa gab im Laufe des Verfahrens insgesamt 128 verschiedene und widersprüchliche Aussagen ab. Aber jedes Mal sagte er auch einen Teil der Wahrheit. Dies war ein bekannter Trick unter den Ülkücü, da sie dadurch, wenn sie nach einer Tat verhaftet wurden, viel Zeit gewinnen und die Ermittlungen behindern konnten. Aber beginnen wir mal langsam, das Ganze aufzuschlüsseln. Während der Prozesse wurde Ağa in seiner Zelle von vielen einflussreichen Personen besucht, darunter der italienische Geheimdienst, Mitglieder der Gladio, der CIA und Staatsanwälten. Dabei wurden Ağa Geld, Sicherheit, Begnadigung und die Flucht aus Italien angeboten, um bestimmte Aussagen zu tätigen. Was Ağa aber wirklich überzeugte, waren die Todesdrohungen der italienischen Mafia. Unter Druck fing Ağa an, gegen die Bulgaren bzw. gegen die Sowjetunion auszusagen. Es begann ein Desinformationskrieg zwischen der CIA und dem sowjetischen Geheimdienst KGB. Nachdem aufgedeckt werden konnte, dass die CIA gefälschte Dokumente veröffentlicht hat, um das KGB für dieses Attentat verantwortlich zu machen, fiel das Szenario des bulgarischen Fingers, das von CIA-Chef Robert Gates und dem CIA-Chef der Türkei Paul Henze angeführt wurde, ins Wasser. Nun suchte man die Schuld bei der türkischen Mafia. Ağa wurde wegen Irreführung des Gerichts angeklagt und der in Bedrängnis geratene Staatsanwalt Martella übte weiter Druck aus. Ağa gestand schließlich, dass die flüchtende Person auf dem Foto, also der zweite Attentäter, Oral Çelik war. Daher wurden Abdullah Çatlı und Oral Çelik nach Rom gebracht und sagten dort vor Gericht aus. Man versuchte Çatlı als Drahtzieher hinter dem Attentat zu überführen. Çatlı sagte aus, dass die Person auf dem Foto nicht Çelik sei und dass Çelik während des Attentats mit ihm in Wien war. Außerdem packte Çatlı auch die schmutzige Wäsche einiger Geheimorganisationen aus, konfrontierte sich mit dem Richter und stritt mit Ağa im Gerichtssaal. Ağa betitelte Çatlı als Lügner und behauptete, dass seine Anwesenheit hier nur Verwirrung stiften würde. Abdullah Çatlı, le jour de l'attentat, où Oral Çelik était-il? Il était avec moi. À Vienne, dans la maison où j'habitais. Oral Çelik. Çatlı persiste. Çatlı wurde wütend und entgegnete, vielleicht bin ich dumm, aber ich sage die Wahrheit, ich schäme mich, diesem Monster geholfen zu haben. Eine weitere Person im Zeugenstand war der Ülkücü Yalçın Özbey, der die Behauptungen vertrat, dass es sich beim zweiten Schützen um Oral Çelik gehandelt habe. Çatlı sagte dazu, dass Özbeys Aussagen von äußeren Einflüssen geprägt waren und starrte ihn dabei bedrohlich an. Çatlı fuhr fort und erzählte davon, dass ihnen in Deutschland Angebote gemacht wurden, falsche Zeugenaussagen zu machen. Der Richter unterbrach Çatlı wütend und sagte, er solle nicht lügen, was Çatlı aber wenig interessierte. Er machte weiter und sagte, dass Özbey $500.000 und Schutz angeboten wurden, wenn er Verbindungen zwischen Oral Çelik und dem bulgarischen Geheimdienst bestätigen würde. Özbey war wie erstarrt und sagte nur, dass es stimmt, dass Geheimdienste mit ihnen Kontakt aufgenommen haben. Çatlı fuhr weiter fort, vielleicht willst du diese Sache jetzt nicht bestätigen, weil du Angst vor dem hast, was sie passieren wird, und merkte zudem an, dass er und Çelik schon im Voraus verstanden haben, dass sie nur benutzt werden sollten. Jedoch waren sie keine Marionetten, die von Geheimdiensten geführt werden können. Özbey, der wie einer, der zum Tode verurteilt, auf der Anklagebank saß, bestätigte schließlich die Aussagen mit den Worten, alles was Çatlı gesagt hat, ist wahr. Ich werde nichts weiter sagen, ich habe Angst. Çatlı war vor dem Gerichtsgremium so glaubwürdig, dass sie ihre Anklagepunkte gegen sie wegen Beweismangels fallen gelassen haben. Der Staatsanwalt sagte Jahre später, dass Ağa während der Befragungen sich wie ein Löwe darstellte, aber als er Çatlı gegenüberstand, zog er den Schwanz ein und wurde zu einem kleinen Kätzchen. Nach diesem Prozess wurden Mehmet Ali Ağa zu lebenslanger Haft und Ömer Bağcı zu 8 Jahren Haft verurteilt, weil er ihm die Waffe übergab. Alle anderen Angeklagten wurden aus Beweismangel freigesprochen. Jedoch wurde Ağa im Jahr 2000 nach 19 Jahren Haft wieder freigelassen. Dies geschah, da der Papst beim italienischen Präsidenten Ciampi für seine Amnestie plädierte und ihm schon nach dem Attentat vergeben hatte. Schließlich wurde Ağa in die Türkei ausgeliefert. Dieser Fall wirft bis heute Fragen auf, aufgrund der ganzen Desinformationsgeschichten und den widersprüchlichen Aussagen von Ağa. Ich gehe davon aus, dass der Auftrag für das Attentat aus dem Vatikan kam und über die P2
in der Kardinäle und Bischöfe des Vatikans vertreten waren, beschlossen wurde. Die Gladio soll dann die Organisation des Attentats übernommen haben, wobei Henry Aslan wahrscheinlich Bicky Celling die Summe und den Auftrag übermittelte. Bicky Celling floh nach dem Attentatsversuch nach Bulgarien, wo er aufgrund von Ajas Aussagen als Beteiligter festgenommen wurde. Dort saß er 31 Monate in Haft und wurde schließlich an die Türkei ausgeliefert, wo er aber 1985 im Gefängnis an einem Herzinfarkt starb und das Geheimnis rund um den Auftraggeber mit ins Grab nahm. Die P2 soll zuvor schon für den Tod von Papst Johannes Paul I. verantwortlich gewesen sein, da dieser den gleichen Fehler wie sein Nachfolger Papst Johannes Paul II. Gemacht hatte. Die P2 wurde mit Geld von der Ambrosiano Bank finanziert, deren Hauptaktionär die Vatikanbank ist. Interessant ist auch die Aussage von Orhan Çelik in seinem Buch Das Geheimnis des Geheimnisses, in dem er Aja als Schachfigur bezeichnete und sagte, dass es einen zweiten Schützen gab, dessen Name er jedoch nicht nannte. Orhan Çelik zufolge kam der Auftrag für das Attentat aus dem Vatikan und der italienische Geheimdienst war daran beteiligt. Die Ökücü wurden dafür benutzt, die Drecksarbeit zu erledigen und anschließend sollte die Schuld der Sowjetunion zugeschoben werden. Paul Henze, der als Galionsfigur die Theorie verbreitete, dass das KGB hinter dem Anschlag steckte, war der CIA-Chef der Türkei und kannte Aja. Laut seinen eigenen Aussagen war Aja für ihn nur eine Person, die sich als wichtiger darstellte, als er wirklich war und zudem wenig Ahnung von den Geschehnissen hatte, in die er verwickelt wurde. Aja wird auch in seinen eigenen Kreisen als Amateur bezeichnet und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass ein gesuchter Mann wie er monatelang durch Europa touren kann, ohne Unterstützung zu erhalten. Da die Ülkücü während der Rechts-Links-Konflikte vom türkischen Geheimdienst mit, der vom CIA unterwandert war, für Auftragsmorde benutzt wurde, darunter auch der Mord von Ajan Abdi İpekçi, kann ich mir gut vorstellen, dass Aja bereits während seiner Gefängniszeit als potenzieller Kandidat für das Papstattentat auserwählt wurde. Daher wurde Çatlı beauftragt, ihn aus dem Gefängnis zu befreien, wofür er im Gegenzug Sicherheit erhielt, da er zu dieser Zeit selbst wegen mehrfachen Mordes gesucht wurde. Die Aussagen von Meral Çatlı, dass während des Ausbruchs von Aja eine Ausgangssperre verhängt und Häuser durchsucht wurden, bis auf das von Çatlı, bestärkt mich in meiner Theorie. Ich gehe auch davon aus, dass Aja während dieser Zeit von diesem Auftrag erfahren hat, da er in seinem Brief an die Zeitung Milliyet mit einem Mord an den Papst gedroht hatte. Jedoch erhielt er alle Einzelheiten und das Geld von Bicky Celling, mit dem er sich mehrfach in Europa traf und kurz vor dem Anschlag mit ihm auf Mallorca war. Es ist interessant zu sehen, dass man versucht, dieses gesamte Netzwerk rund um den Anschlag eher in den Ökücü-Kreisen zu halten und sie als Übermittler und Attentäter zu nutzen. Der französische Geheimdienstchef Comte Alexandre de Mayenches gab in einem Interview bekannt, dass die Ülkücü in dieser Angelegenheit gespalten war. Die Mehrheit des Führungspersonals hielt die Idee insgesamt für unzureichend und Ajas Plan für amateurhaft. Außerdem versuchten Ajas eigene Kreise ihn zu ermorden, während er vor dem Anschlag quer durch Europa reiste. Viele Personen waren über diesen Anschlag informiert, einschließlich der Geheimdienste, die es an die italienischen und vatikanischen Behörden weiterleitete. Aber diejenigen, die dafür verantwortlich waren, den Papst in Italien zu schützen, waren auch in das Attentat verwickelt. Die europäischen Geheimdienste wussten genau, wo sich Çatlı, Aja und Çelik befanden und was sie taten. Die Ülkücü wurden zu dieser Zeit von der Gladio in Europa für ihre Zwecke benutzt und dann fallen gelassen. Ein gutes Beispiel dafür sind Çatlı und Çelik. Nachdem sie in Europa Operationen gegen die armenisch-kommunistische Terrororganisation Asala durchgeführt hatten, wurden sie schließlich ins Gefängnis gesteckt, obwohl sie zuvor in Europa mehrfach verhaftet und wieder freigelassen wurden. Jedoch wussten beide, dass die Geheimdienste sie nur ausnutzen wollten und beteiligten sich daher nicht an das Attentat auf den Papst. Was ist deine Meinung dazu? Wen siehst du als Drahtzieher des Anschlags? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abonnement und einen Daumen hoch freuen. Über 95% von euch haben dies noch nicht getan. Folgt Wissen Türkei auch auf Instagram. Dort werden stetig neue und spannende Fakten zur Türkei veröffentlicht. Zusätzlich möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr mich auf Patreon unterstützen könnt, um Zugang zu Uncut-Versionen meiner YouTube-Videos zu erhalten und mich bei meiner Arbeit weiterhin zu fördern.